Wir Menschen selbst, ganz besonders unser Gehirn. Es ist schon erstaunlich, dass sich Atome in einer Weise angeordnet haben, dass sie irgendwie in der Lage sind, über ihren eigenen Ursprung nachzudenken. Wir waren zu allen Zeiten von unserer eigenen Existenz fasziniert. Von allen Wundern der Schöpfung ist das Leben am geheimnisvollsten. Und von allen Geschöpfen sind wir wohl das Außergewöhnlichste. Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Religionen bieten dafür eine einfache Erklärung. Alles hat Gott erschaffen. Und nur Gott weiß, warum wir existieren. Die Wissenschaft hat eine andere Erklärung. Sie hat keinerlei Anzeichen dafür gefunden, dass es irgendwo einen Masterplan gibt. Neuere Erkenntnisse haben sie aber nachdenklich werden lassen. Es scheint, als seien uralte Riten und Erfahrungen der Wahrheit näher, als die Wissenschaft je vermutet hat. Vielleicht existiert ganz am Ende doch eine Art Schöpfer. Aber dessen Schöpfung sieht vielleicht ganz anders aus, als wir uns bisher je vorstellen konnten. Wie wirklich sind wir? Jede Religion hat ihre eigenen fantastischen Ideen, um die Schöpfung zu erklären. Das reicht von der Geschichte, dass Gott das Universum in 6 Tagen erschaffen hat, über die Annahme, dass Universen in einem ewigen Kreislauf vergehen und wieder neu erschaffen werden, bis dahin, dass das Universum mit einem einzigen göttlichen Atemhauch erschaffen worden sei. Ein Gedanke stützt alle diese Glaubenslehren. Wir Menschen haben eine Sonderrolle in diesem Universum. Wir existieren nicht aus purem Zufall. Aber je länger die Wissenschaft sich mit unseren Ursprüngen auseinandergesetzt hat, desto weniger glaubhaft war die These eines Schöpfers. Auch von einer Sonderstellung von uns Menschen war keine Rede mehr. Historisch betrachtet haben wir Menschen eine Reihe von Erniedrigungen erlebt. Eine ganze Serie von schmerzhaften Ego-Kränkungen. Am Anfang gingen wir davon aus, dass sich alles um uns dreht. Die meisten Religionen und Mythen basieren darauf. Dann mussten wir einsehen, dass der Mensch nicht im Zentrum des Universums steht, sondern auf einer winzig kleinen Kugel lebt, der Erde. Ein Planet, von dem es in unserem Sonnensystem mehrere gibt. Zudem gibt es viele Sonnensysteme in unserer Galaxis. Und es gibt viele Galaxien. Wir müssten eigentlich nach dieser Erkenntnis alle kollektiv in Depressionen verfallen und womöglich Selbstmord begehen. Als die Kosmologen über unsere Entstehungsgeschichte forschten, entdeckten sie einen Prozess, der physikalischen Gesetzen gehorchte. Am Anfang gab es nur Gas, das aus den einfachsten denkbaren Atomen bestand. Aber mit der Zeit entstanden Sonnen und diese verwandelten die Basisstoffe in komplexe Atomstrukturen. Und diese größeren Atome verbreiteten sich im gesamten Universum. In immer neuen Kombinationen schufen sie all das, was wir heute wahrnehmen. Dieser Prozess war nicht das Werk eines Schöpfers, sondern folgte physikalischen Grundprinzipien, den Naturgesetzen. Dazu gehören unter anderem die Lichtgeschwindigkeit, die Schwerkraft oder auch die elektrische Ladung der Elektronen. Der Unterschied zwischen einem Naturgesetz und einem von Menschen gemachten Gesetz ist der, dass wir ihm, egal welcher politischen Richtung wir angehören, immer gehorchen, ob es uns gefällt oder nicht. Es gibt bei den Naturgesetzen keine Ausnahmen. Die genauen Vorgaben der Grundgesetze der Natur wurden ganz zu Beginn unseres Universums beim Urknall festgelegt. Der Rest ist reine Mathematik. Der Urknall ist eigentlich ein ganz simpler Vorgang. Dazu braucht es nur ein paar kurze Anweisungen, mit denen man an einem Computer mit großer Rechenleistung ziemlich genau simulieren kann, was damals passierte. Am Ende kommt dann so etwas wie ein Universum heraus. Sollte das wirklich so einfach sein? Die Mathematik kann vielleicht erklären, wie sich Planeten bilden, aber das ist ja noch nicht alles.
Die Evolution des Lebens etwa bleibt weiter ein großes Geheimnis, etwas ganz Außergewöhnliches. Die Leute meinen immer, Mathematik wäre kompliziert. Die Mathematik ist eher einfach. Das können wir ganz gut, das verstehen wir. Katzen dagegen, die sind kompliziert. Nur als Beispiel, welche Moleküle und Einflüsse legen fest, dass sich eine Katze anders als die andere verhält? Haben Sie eine Ahnung, wie sich eine Katze wirklich verstehen lässt? Ich jedenfalls nicht. 1970 wies John Conway nach, dass, so komplex das Leben auch erscheinen mag, diese Komplexität ganz einfachen Regeln folgt. Er bewies das anhand eines Spiels, dessen Resultate so unvorhersehbar waren, dass er es Leben nannte. Das Spiel funktionierte ganz einfach. Es war ein übergroßes Schachbrett mit kleinen Spielfiguren. Jede Figur folgte ganz einfachen Spielregeln. Und anders als in unserem Universum gab es nur drei Regeln. Meine Idee war, ganz simple Regeln festzulegen, aber auch nicht zu einfach, denn sonst könnte sich wahrscheinlich keinerlei Komplexität entwickeln. Wir tüftelten an den Regeln herum, spielten und hofften, dass sich daraus etwas Interessantes entwickeln würde. Schließlich einigten wir uns auf einige wenige Grundregeln, die in gewisser Weise dem richtigen Leben nachempfunden waren. Am Ende einigte man sich auf drei Regeln, die als Äquivalente von Geburt, Tod und Überleben dienten. Das Schicksal jedes einzelnen Spielsteines entschied sich, je nachdem, von wie vielen Nachbarsteinen er umgeben war. Ein freies Spielquadrat mit drei Spielsteinen um ihn herum gebiert einen neuen Spielstein, der neu ins Spiel kommt. Jeder Spielstein, der keine Nachbarsteine hat, stirbt in seiner Isolation und wird aus dem Spiel genommen. Dasselbe passiert mit Spielsteinen mit zu vielen Nachbarsteinen, die ersticken sozusagen. Aber jeder Spielstein, der zwei oder drei andere Steine um sich herum hat, der überlebt und bleibt so, wie er ist. Mit diesen simplen und sehr archaischen Regeln entstanden unvorhersehbare und sehr komplexe Entwicklungsmuster. Das Spielbrett schien neue Wesen aus dem Nirgendwo zu schaffen. Wesen, die kriechen konnten. Wesen, die neue Winzlinge produzierten. Ja, es entstanden sogar Pumpen, die wie primitive Herzen aussahen. Und Wesen, die eine unendliche Kette von Nachkommen produzierten. Mein kleines Spiel des Lebens überraschte uns selbst. Wir hatten nicht gedacht, dass mit diesen einfachen Regeln scheinbar absichtsvolle Entwicklungen möglich waren. Das ist auch der Grund, warum wir das Spiel Leben nannten. Es ahmt das Leben bis ins kleinste Detail nach. Wie ein kleines Mini-Universum. Die Wissenschaft widerlegte den Glauben, dass Leben absichtsvoll entstanden sei. In einem rational sich entwickelnden Universum ist kein Schöpfer notwendig. Es gibt keinen Bauplan des Lebens. In keiner Weise. Leben funktioniert interessanterweise als Konsequenz absolut zufälligen Verhaltens. In diesem zufallsgesteuerten Universum kennt die Evolution keine spezielle Absicht. Wir sind nur das Ergebnis von Atomen, der Zeit und der Naturgesetze. Natürlich gibt es auch Kosmologen, die in unserer Existenz eine höhere Absicht vermuten. Sie sehen uns nicht als reines Zufallsprodukt des Universums. Sie argumentieren, das Universum wäre ohne den Menschen völlig sinnentleert. Wenn man sich den Kosmos anschaut, dann sind wir nur ein Winzphänomen. Aber mal angenommen, es gäbe keine Lebensformen im Universum. Wären nicht alle diese wunderschönen Dinge da draußen völlig nutzlos, wenn es nicht jemanden gäbe, der das auch wertschätzt? Ich denke schon. Ich meine, nur das Leben an sich gibt diesem Universum überhaupt einen Sinn. Und das ganz besonders, wenn sich